Hey Leute, schön, dass ihr reingeschaltet habt, ob bewusst oder unbewusst, jetzt seid ihr hier. Herzlich willkommen. Hier entsteht mein neuer YouTube-Account. Ein paar Videos sind schon online aus den letzten Wochen und Monaten. So ein paar Snippets, einfach mal zusammengewürfelt, was ich im Bereich Film schon gemacht habe. Der eine oder andere weiß es, ich ja, habe eine riesengroße Leidenschaft für Fotografie und Film und möchte das auch weiter ausbauen, möchte da immer mehr Erfahrungen sammeln oder werde da auch Erfahrungen drin sammeln. Würde euch gerne mit einbeziehen, ja, um einfach ehrliches Feedback zu bekommen. Man kennt das ja, man fragt die Familie, ach total super, hast du super gemacht. Aber ich möchte wirklich von Profis, nicht Profis, von jedem am liebsten ein Feedback bekommen. Daumen hoch, wenn es gefällt, Daumen runter, wenn es nicht gefällt. Gerne in die Kommentare, ob bei Instagram oder bei YouTube. Schreibt mir, ob es euch gefällt. Das Ganze entsteht gerade noch. Ich weiß gar nicht, was ich alles so veröffentlichen soll, ob ich öfter einfach mal, so wie jetzt, irgendeinen Stuss quatsche oder ob ich einfach die Ergebnisse zeige, ob ich da noch viel zu schreiben soll oder. Deswegen schreibt mir eure Ideen gerne mal irgendwo hin, dass ich sie lesen kann, dann berücksichtige ich die. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß, noch kurz zu dem Projekt, was ich jetzt als letztes umgesetzt habe. Ein Live-Auftritt der Band Who's Amy hier in Düsseldorf. Super nette, sympathische Jungs, tolle Musik. Für mich eine riesengroße Herausforderung, einen Live-Auftritt mit zu begleiten und Emotionen mit aufzufangen etc. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Wie gesagt, bin um jedes Feedback dankbar. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Macht's gut, ciao. Sie sieht die Welt mit anderen Augen. Hat all die Farben nie gesehen, man sieht sie stolz durchs Leben laufen. Doch weiß sie nie, wohin sie geht, weiß nicht, wie ihr Enkel aussieht. Doch kennt nichts Schöneres als ihn, trägt jeden Tag ein breites Lächeln. Doch wird sein Lächeln niemals sehen. Und wenn es richtig oder falsch gibt, wie wir die Dinge sehen, weiß ich nicht, wer von uns falsch liegt, ich oder sie. Sie sieht die Welt mit anderen Augen, denn sie weiß, wie man sie genießt. Und ich fang langsam an zu glauben, dass es niemanden gibt, der sie besser sieht. Besser sie als sie. Sie sieht die Welt mit anderen Augen, doch lebt ein Leben so wie du. Sie hört gerne Eric Clapton und tanzt die ganze Nacht dazu. Und wenn es richtig oder falsch gibt, wie wir die Dinge sehen, weiß ich nicht, wer von uns falsch liegt, ich oder sie. Sie sieht die Welt mit anderen Augen, denn sie weiß, wie man sie.